Hallo und herzlich willkommen im Nerdzeitalter. Wie ihr sehen könnt, spielen wir heute Spaceborne 2. Wir sind live auf Twitch, der Markus, der Ben und ich. Heute spiele ich alleine, der Sven. Und ja, Singleplayer-Game, Space, Exploration ohne Ende, Game im Early Access, zur Zeit für einen Zwanni zu schießen. Und ich habe mal reingeguckt, ich fand's richtig gut. Wir schauen gemeinsam rein und vielleicht wird ja eine längere Let's Play-Reihe draus. Würde mich freuen. In diesem Sinne, gehen wir mal hier auf New Game. So, und wie ihr sehen könnt, haben wir hier jede Menge Abilities, die unterschiedliche Dinge machen, die an unseren Stats hier Dinge verändern. Zum Beispiel, wenn ich Perception steigere, dann verändert das meinen Ranged Damage. Wenn ich die Endurance steigere, steigert das mein Max-HP, meine Max-Armor und so weiter und so fort. Ich habe mich tatsächlich in dem in meinem Anfangsgame, also wo ich mal kurz so reingeschnuppert habe, habe ich mich tatsächlich mal so ein bisschen hier in der Richtung ausgetobt. So, genau, dass man hier so Experience-Boni ein bisschen kriegt. Hier ein bisschen mehr Luck und ein bisschen mehr Coordination. Dann habe ich mir hier ein bisschen mehr an Max-HP geholt. Hier die Alertness habe ich ein bisschen hochgeschoben, damit wir mehr Energy und mehr Energy Regeneration Rate haben. Und warte, was war es noch? Genau, haha. Die Boosts habe ich mir hier noch ein bisschen hochgeschoben. Machen wir hier noch und machen noch den und so. Ja. Und damit gehen wir hier auf den Background. Jetzt können wir hier unseren Background auswählen, der unterschiedliche Dinge macht. Also mal ganz davon abgesehen davon, dass das hier schöne Hintergrundgeschichten gibt, gibt das hier natürlich auch nochmal entsprechende Boni. Oh, ja, genau. Und ich gehe, glaube ich, so ein bisschen auf den Explorer. Ich glaube, ich gehe so ein bisschen auf den Explorer, genau. Und dann können wir hier auf die Appearance gehen. Und wir können hier umschalten. Genau. Weiblich, männlich. Hier können wir tatsächlich alles Mögliche ändern. Oh. Machen wir mal ein bisschen kantiger. Oh. Die Augen ein bisschen zusammengekniffen. Ja, 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 so ein bisschen. Oh. Ah, genau, da können wir sie noch ein bisschen zusammenziehen. So, als würde er viel zu lange in die Sonne blicken, wenn er irgendwie unterwegs ist. Und hier können wir noch den Engel verändern. Ich habe auch schon gesehen, es gibt Leute, die haben da schon eine Menge dran gemacht. Man kann die auch richtig hässlich machen. Man kann die auch richtig hässlich machen. So. So. Ja, ein bisschen. Ja, oh ja, oh ja, ja, so die Augen schon schön zusammengekniffen. Okay. So. Machen wir noch mit dem Kiefer. Ah, okay, das ist das, okay. Ja, können wir noch ein bisschen kantiger machen. So. Das ist zumindest mal, so. Okay, das sind die Cheeks, da habe ich mich gerade vertan. So, ja. Ich glaube, so können wir es lassen, oder? Ich glaube, so können wir es lassen. Ansonsten, es gibt halt nur diese zwei Presets, die man anpacken kann. Ob da noch mehr geplant sind, kann ich euch leider nicht sagen. Wir werden sehen in der Zukunft. Und damit sagen wir, wie soll er denn heißen? Ja, nennen wir ihn den Sven. Und wir starten.
So, guckt's euch an. Man kann die Overshoulder-Kamera kann man verändern. Oh. Das habe ich schon rausgefunden. Okay, das ist unsere Landlord, unsere Vermieterin. Okay, manche Treppenstufen kriegt er nicht so hin. Okay, die will Miete, wahrscheinlich für diesen Sessel. Ich würde vermuten, es ist genau dieser Sessel, den wir mieten, weil der Rest hier ist irgendwie Absteige. Ist irgendwie Absteige, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, und ansonsten WASD, Shift, Space fürs Springen. Ich habe bisher noch keinen Fallschaden gefunden. Und was mich ja auch schon wieder so ein bisschen begeistert hat, war... So. Na? Genau, es gibt so Kletteranimationen. Also die funktionieren ganz gut. So. Ansonsten, das sieht... Das, Leute, was sagt ihr? Sieht gut aus, oder? Schaut's euch an, das ist schon... So, bevor wir jetzt zur Quest gehen, was mich begeistert hat und wo ich sofort den Dune-Soundtrack im Ohr hatte, war, als ich das erste Mal hier so rausgelaufen bin und hier so diese Wüstenfläche gesehen habe. Da geht sofort der Dune-Soundtrack in meinem... In meinem Ohr, in meinem inneren Ohr an. Okay, dann gehen wir mal hier zur Quest. Also die Tutorial-Quest. Sieht schon... Obwohl, das könnte auch so ein bisschen... Okay, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr hier eher so Mandalorian oder eher Dune hört. So. Entschuldigt, ich habe so ein bisschen... Ich habe so ein bisschen, Ich mache heute den Markus und habe ein bisschen Frosch im Hals. So. Ja, also tatsächlich, dieser Tutorial-Bereich, der ist wohl vordefiniert. Alles andere wird wohl prozedural generiert, habe ich gelesen. So. Okay. Das ist dann anscheinend irgendwie so der Typ, der auf Arabelle aufpasst, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Hallo, hast du Mad Max gesehen? Junge? Falsches Universum, Freund. So, okay. It's been 4 moons. Ja, ich weiß. When do you plan on paying my rent? Ja, ich bezahle die Miete, so schnell wie ich kann. Why don't you consider doing more routine work? Our connector always has many freelance jobs available. When was the last time you spoke to him? Ja, natürlich rede ich mit ihm jeden Tag, aber der kann natürlich keinen passenden Job für mich finden. Be quiet and listen to me for once in your life. You know how much I love you and how much respect I have for your father. I can't good conscience allow you to continue wasting away your life like this. Oh. I've let things slide for far too long. It's about time that you started carrying your own weight around here. So I need you to do something for me. You will go and get a freelance job from Connector. So, ich mach mal ganz kurz hier ein bisschen leiser. Ich dreh hier mal ein bisschen runter. So. Ja, gut, dann gehen wir halt zum Connector. Okay. Ja, versprochen. Ja, und hier habt ihr bei der Sprachausgabe gehört, hier wird mit KI versucht, also soweit ich das gelesen habe, diese Sprachausgaben zu machen, weil auch die Quests werden zu einem Teil wohl prozedural generiert. So.
Ja, also es ist noch so ein bisschen leblos ist es, ne? Ja, die NPCs stehen hier schon ganz cool rum und so, aber so ein paar Gespräche nebenher, wie man das halt von anderen Spielen kennt, wie Witcher oder so, das wäre schon ganz cool. Okay. Ach so, As a matter of fact, I was looking for a pilot to take an old woman to the Verander station. ja. Hast du vielleicht noch was anderes? Well, there is this one combat mission, but they specifically requested a minimum of SX for class ships. Ja, und was ist mein Schiff für That eine thing Klasse? shouldn't even be categorized as a ship. It's made up of so many different ship parts. I couldn't even begin to guess its class, let alone its usefulness. You know it's a miracle it hasn't torn itself apart just leaving the atmosphere. Okay. Also, unser Schiff ist ein Mülleimer. Ne? Sieht zwar nicht gut aus, schafft aber den Kessel Run in 9 Parsecs. So. Okay, ja, gut, dann, ja, komm dann. Okay, I'm going to stick my neck out a little for old time's sake. But if anyone asks, just say you made a false statement about your ship's class. I don't want to lose my license over your crazy antics. Okay, dann. Don't make me regret this. Ich Good schuld dir luck. was. Okay. Und jetzt müssen wir zu unserem Schiff. Hui. Hui. Also, tatsächlich, das Laufen fühlt sich gut an. Und ja, der Boden ist natürlich eine flache Textur gefühlt. Ja, da wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was ändern, schätze ich mal. Aber es sieht schon. Und guck mal, da hinten hat die Telekom wieder einen LTE-Mast aufgestellt. Okay. Ah, da ist unser Schiff. Ja, holala. Holala. Ah, das kann man schon anbieten. Das kann man schon anbieten. Ja, und wie sieht denn unsere Mühle aus, Leute? Ja, ich würde sagen, das ist unser Schiff. Das geht automatisch auf, wenn wir um die Ecke kommen. Wir haben anscheinend so einen Piepser. Also, ich weiß ja nicht, aber ich glaube, Markus hat die runden Blöcke gefunden. Okay, wir haben Raketen. Okay, wir haben Raketen. Das sieht aus wie. Oh. Okay, auf beiden Seiten würde ich sagen, das sind Kanonen. Und es ist ein bisschen rostig. Ja. Und ich glaube, ich muss mal die Helligkeit ganz kurz ein bisschen hochschrauben. Kann ich die Helligkeit hochschieben? Nein, tatsächlich nicht. Gibt keine Helligkeit. Okay, dann muss es so bleiben, wie es ist. Okay. Ja, dann steigen wir ins Schiff. Drücken R für den Takeoff. Landing gear retracted. Okay. Okay. Es fliegt sich ein bisschen. Okay. So, ich würde vermuten, wir müssen wohl nach oben. Leaf Planet, ja, würde ich jetzt mal sagen. Oh mein Gott, okay, ich habe gerade ein neues Menü gefunden. Okay, das gucken wir uns später an.
Muss ich nicht irgendwas drücken? Irgendwie aus der Atmosphäre zu kommen? Ah, jetzt. Okay. Left Shift für die Thrusters. Oh, okay. Das fühlt sich sehr befriedigend an. To start warp, first, open the scanner interface. Here you can see the locations to warp. Then set a target by clicking it. After choosing a target, close this interface, find your chosen target in space, and lock it. Okay. First open the scanner with T. T für Scanner ist auch irgendwie... Okay, nee, T für Target, können wir uns merken, okay. Da müssen wir ein Target raussuchen, dann locken, dann müssen wir dorthin navigieren und dann thrustern. Okay, linke Maustaste, okay. Boah, okay. Schaut's euch an, das ist schon... Ich würde sagen, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Okay, also soundtechnisch kann man das anbieten. Okay. Wir machen gar nicht weiter rum. Wo müssen wir denn hin? Wir haben noch einen Auftrag. Und der Auftrag sagte... Mining Station. Okay. Die Mining Station. Mining Station? Nee. Okay, ich kann die Dings nicht verändern. Okay, das ist die Mining Station. Okay, also durch eine Sonne durchzufliegen, das ist mir ein bisschen unheimlich, okay. Aber wir haben es markiert. Mining Station, Space Station. Okay, wir können E drücken, um das Ganze zu inspekten. Okay, wir wissen anscheinend noch nichts darüber. Okay, jetzt suchen wir das hier. Da. So. Locken. Calibration module activated. Dann geben wir jetzt nochmal. Calibration completed. Waiting for the thruster input. Jetzt geben wir mal Gas hier. Okay. Okay, ein bisschen Musik fehlt mir. Ein bisschen Musik könnte mit dabei sein. So. Okay. Fallen wir jetzt gleich aus dem Warp, weil, nee. Ach, wir sind gerade an irgendwas vorbeigeflogen, was Gravitation hatte. Aha, okay. Aber jetzt ist rechts oben die Mining Station. Bin ich noch richtig? Genau. Okay. Are you here on scout mission? I specifically requested those with ships above SX for. Okay. Don't get me wrong, but I'm not sure you can complete this task with this floating junk. Das ist schön. Don't rush. Let's make sure the ship is in good condition first, shall we? Ja, okay. Let's start. Can you move right and left? Good. Let's see your hover thrusts. Okay, R. Und O. Nice. Now give me some rolls.
Und dann now let's see mal. If the turbo thrusters are in good shape. Not bad. Finally, let's try dart moves. Ah, double left. Your engine seems stable. Let's check your combat systems. Okay. Let's activate your weapons. I'm sending you a target with no shield, so you can easily destroy this target with your turrets. Now activate your turret's weapon group. Okay. Beautiful. Now let's try a target with shield. Activate your laser weapons. Ah, kann man die nicht... Okay. Not bad, but it is easy to hit stationary points. Mhm. For dynamic targets, you should first lock it. Now lock the target I sent. Good. Since you're using a fighter-class ship, we need to check the pursuit system as well. Let's try it now. Try to use your lasers to shut down the target's shield. Good. Now switch your weapon group to one and destroy its hull. Well done. I guess you're the pilot who took the job. Mm-hmm. We have been seeing unusual activity in this asteroid field for a while. Unidentified scout ships patrolling the area. We want you to take care of them. Okay. Destroy this. Ach nee, das ist unscount. Okay. Okay, doch. Okay, ist doch das. Hier mal ein bisschen Gas. So. Ich habe auch noch eine... Drei. Okay, wir können ja mal hier in die Innenansicht gehen. Das können wir uns natürlich auch mal angucken. So. Zwei. Ist wohl noch zu weit weg. Das kommt. Das geht immer weiter weg. Das sind auch noch 8 Kilometer. Okay. Ich habe nur die Mining Station gerade. Au, oh, okay, okay. Shield recharging. Uiuiuiui. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Target shields are down. Komm. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. So, wo ist der zweite? Der ist hier unten. Okay. Shield recharging. Target shields are down. Uiuiuiui. These are just scout ships. We need to find out why they're here. Give me a sec. Uiuiuiui. There's a station up ahead that was destroyed by an asteroid impact. I see a movement there. Okay. We need to find out what they're hiding there. Would you sneak up there and check it out? Okay, dann gehen wir hier mal wieder auf Außenansicht. So. Gehen hier mal. Okay, wir sollen hier. Ah, da müssen wir hin. So. Können wir da nicht hinspringen? Nee, anscheinend nicht.
Autopilot geht auch nicht. Ja, und sobald ich den Booster rausnehme. Okay, okay. Also in diesem Let's Play wird es lange Wege geben. Es wird ziemlich lange Wege geben. Zwischen den einzelnen Dingen. Aber das ist ja die Weite des Weltraums, ne? Würde ich mal sagen. Aber es fühlt sich sehr, sehr gut an. Es fühlt sich richtig, richtig gut an. Ich werde mir gleich zwischen der ersten Folge und der zweiten Folge ein bisschen Zeit für den Chat nehmen. Und werde da mal fragen. Hoch? Was da? Ah, der verbraucht sich dann auch. Okay, okay. Das heißt, jetzt müssen wir mal warten, bis der sich regeneriert. Ah, ich sehe es. Auf der rechten Seite vom HUD. Okay. Nee, aber sobald du W loslässt, fliegt er auch nicht mehr. Okay. Das ist ein bisschen... So. I don't believe it. They set up a secret base here. Watch out. They shouldn't notice you. Or they can destroy everything, including you. Try to get close. So, wir versuchen mal ein bisschen. Shield recharging. Watch out! The setup turns around. I see your ship in the glow park. Use it now. Hack the documents. Okay, ich sehe nicht, was mich trifft. Ich sehe nicht, von wo die sie schießen. Ach, use 3. Good. Now move slowly and okay. Or they can locate you. We have to get into that building, but you can't get there with your ship. I know it's dangerous, but you have to leave the ship and neutralize those pirates. I will give you extra reward for that. Okay. Gibt also extra Kohle. I found a blind spot for your ship. Da, you should leave your ship there and get off. So, bewegen wir uns mal hier dazwischen. So. Schön nah ran. An den Spot. So. Und jetzt sollen wir aussteigen. Keine Ahnung. Don't have any weapons on you. Ob das eine... Let's find you some firearms. Give me a second. I found some weapons and ammunition there. Go and equip them before the encounter. Okay. Activate boots. Okay. Hier. Good. Now go to that platform and neutralize the pirates. Hier ist noch was. Gibt's hier noch irgendwas? Okay, also ich habe. Okay, also mit dem Mausrad kann ich sie nicht equippen. Okay, das ist so eine Assault Rifle. Pulse Charger. Okay, und eine Pistole. Okay, ich glaube, das ist das Richtige. Okay, dann versuchen wir hier mal seitlich runterzukommen. So. Bisschen geschützt. Okay. Was ist das? Okay, loot all. Na komm. F drücken. Okay, wie kann ich das looten? Das kann ich irgendwie nicht nehmen. F. Nein. Loot all. Jetzt da, okay. Ich war anscheinend zu schnell. Okay, also lila Dinge sind anscheinend zum Looten. Okay, okay. Bin ja lernfähig. Don't use your spacesuit. The turrets can shot you.
Okay, da können wir noch was looten. Okay. Wir nehmen mal den Charger. Oh ja. Au. Okay, das ist irgendwie nicht so befriedigend. Okay. So. Okay. So, wie sieht's denn... Ah, okay, meine Armor hat ein bisschen gelitten. Dann nehmen wir mal die Blackbox hier mit. Watch out! There's a dropship aboard. Take cover! Oh mein Gott, ich will Screenshot machen! Ist das vielleicht das Richtige für... Nein? Okay, das ist eher so die Schrotflinte, habe ich den Eindruck. Okay, ihr bewegt euch nicht. Das finde ich gut. Okay, ihr funktioniert noch nicht so richtig. Nicht schlimm. Hallo. Du bist mein neues Schiff. Okay. FF. So. Okay, wir müssen zurück zum Schiff. Was sagen mir diese Tonnen? Okay, die sagen mir nichts. Und sind rote Tonnen das, was ich denke? Nö, auch nicht. Okay, schade. Okay, wir werden... Hier, the landing pod ist immer noch nicht abgeschlossen. Mal gucken. Ob hier noch irgendwo eine... Ah, da ist noch einer. Okay, aber treffen tut sie. Okay. So. Da ist unser Schiff. Wieder. Da muss ich der Hook wieder Bescheid sagen. So. So. Okay. Okay, wieso komme ich nicht näher ran? Okay. Der fliegt von mir weg. Okay, und anscheinend können Waffen auch überhitzen. Okay. Shield recharging. Ah, okay, ich muss das Ding... Ah, okay, okay. So wird da ein Schuh draus. Target shields down. Okay. Wechseln und jetzt. Junge! Du hast das. I can't see any activity around. You did a great job. Come to AXA. Your rewards are waiting for you.
Okay, talk with Axa, aber. Ah ja, okay, da. Gut, das heißt, wir warten mal, bis unser Dings ein bisschen aufgefüllt ist, bevor wir wieder ordentlich boosten. Und den Weg zu Axa mache ich ohne euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.